Herzlich willkommen bei den ELW. Ich heiße Zinner. Ich bin Angie und wir sind Auszubildende hier. Heute zeigen wir dir ein paar spannende Orte der ELW. Los geht's! Hallo. Hallo. Können wir hier runtergehen? Ja, vorher musst du ein Sicherheitsvest und einen Helm anziehen. Super. Dankeschön. Komm mit, es geht los. Willkommen in der Unterwelt von Wiesbaden. Schalte mal dein Licht an. Ich mach's mal ein bisschen heller. So, wusstest du, dass das Kanalnetz von Wiesbaden 802 Kilometer lang ist? Unglaublich! Und um all das kümmern wir uns. Einige der Kanäle sind schon über 100 Jahre alt und nur 5% davon ist begehbar. Schau dich ruhig ein bisschen um. Täglich werden hier bis zu 50 Millionen Liter Abwasser gereinigt. Von kleinen Bakterien an anderen Mikroorganismen. Aber hier arbeiten auch Menschen. Das ist die Schaltwarte. Von hier aus wird das gesamte Hauptklärwerk gesteuert und überwacht. Das bedeutet eine Menge Verantwortung. Wir sind hier jetzt auf dem dritten Deponieabschnitt von uns. Wie ihr seht, wird hier gerade gebaut. Unsere komplette Deponie ist so groß wie 210 Fußballfelder. Schöne Aussicht über Wiesbaden, oder? Aber weißt du eigentlich, wo wir hier sind? Also im Moment sind wir auf unserem ersten Deponieabschnitt. Hier wurde seit 1982 kein Müll mehr abgelagert. Deswegen ist hier alles so schön grün. Aber sieh dich doch einfach noch einmal um. Hier auf unserem Deponieabschnitt 1 sind auch unsere biologischen Rasenmäher. Aber hier arbeiten nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Was machst du gerade? Ich messe hier gerade die Gaskonzentration, weil wir hier auf der Deponie auch Strom und Fernwärme erzeugen. Das hört sich interessant an. Das gucken wir uns am besten gleich mal an. Hier sind wir in einer der vielen Technikräume, in denen das Gas oben von der Deponie in Strom umgewandelt wird. Ziemlich viel Technik, wie ihr seht. Aber mit dieser Technik können wir ungefähr 4500 Zwei-Personen-Haushalte versorgen. Hey, aber durch unsere Fahrzeuge, durch die Stadt fahren, kennt uns einfach jeder. Willkommen in der Zentralwerkstatt, in der allerlei Spezialfahrzeuge und PKWs instand gehalten werden. Dort sehen wir ein Müllfahrzeug und hier eine Kehrmaschine. Wenn dir unsere kleine Tour gefallen hat und du diese Orte besser kennenlernen willst, dann bewirb dich doch einfach bei uns.